Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja! Christus ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod durch den Tod besiegt und denen im Grabe das Leben gebracht. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja! Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich mit dieser kleinen Andacht aus Grimmitschau am Ostermorgen. Lassen Sie uns gemeinsam auf Gottes Wort hören und feiern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich möchte dazu jetzt den Altar öffnen, der 40 Tage in der Passionszeit geschlossen war. Lasst uns beten. Lebendiger Gott, du hast durch die Auferstehung deines Sohnes dem Tode die Macht genommen und lässt heute alle Welt das Heil verkünden. Nimm Kleinglauben und Zweifel von uns und lass uns einstimmen in das Osterlob all derer, die bezeugen, dass Christus von den Toten auferstanden ist und für uns lebt in Ewigkeit. Amen. Christ ist erstanden von der Matte alle, das sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, Kyrie. Lesung aus dem Markus-Evangelium. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zu dem Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wälzen? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Da gingen sie ins Grab hinein und sahen einen jungen Mann auf der rechten Seite sitzen,
der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie erschraken. Er aber sprach zu ihnen: Erschreckt nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht die Stelle, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heiland kommt rein. Halleluja, 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 gelobt sei Christus Marien zu. Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, dem sei Lob her zu aller Frist. Halleluja, 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 gelobt sei Christus Marien Sohn. Der hat zerstört der Hölle Pfau, die seinen all herausgeführt und uns erlöst vom ewigen Tod. Halleluja, 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 gelobt sei Christus Marien Sohn. Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottes Sohn Lob und Preis, der uns erkauft das Paradies. Halleluja, 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 gelobt sei Christus Marien Sohn. Es freut sich alle Christenheit und loben die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja, 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 gelobt sei Christus Marien Sohn. Liebe Schwestern und Brüder, wir kennen sie alle, denn in jedem öffentlichen Gebäude gibt es sie, auch wenn wir sie gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Und hier meine ich nicht hässliche Sitzmöbel oder vor sich hin trocknende Topfpflanzen, sondern die grünen Schilder, die uns zeigen, hier ist der Notausgang. Sie sollen dazu dienen, dass man im Falle einer Gefahr schnell und ohne Suchen nach draußen in Sicherheit kommt. Was für ein Gebäude mit einem Plan nach DIN 23601 funktioniert, ist im Leben selbst nicht so einfach. Kaum einer unter uns, der sich nach über einem Jahr nicht sehnlichst einen Weg aus dem Albtraum Coronavirus wünscht, nach Normalität und ohne der mittlerweile undurchschaubaren Vorschriften im Kopf, was man gerade darf und was nicht. Eine lähmende Müdigkeit der Resignation hat sich breit gemacht hinter unseren Masken und dem Abstand, der uns auf Distanz hält. Kaum mehr, dass wir erkennen, wie es dem anderen wirklich geht. Vieles, was den Umgang miteinander ausmachte, ist aus dem Alltag verschwunden. Um den Preis der Freiheit wird Sicherheit zu einem einengenden Raum, der selbst krank macht, weil Leben Weite braucht, um sich entfalten zu können und Nähe zum anderen
damit die Seele gesund bleibt. Die Vernunft mag so manche Einschränkung verstehen und die Verantwortung ja dazu sagen, aber ohne Perspektive schwindet die Hoffnung. Wenn wir Ostern in diesem Jahr feiern, dann ist das für mich wie ein Notausgang aus einer Enge, der uns den Blick auf Gottes Möglichkeiten weitet, der neue Freiheit schenkt, wo alles verschlossen scheint, wie beim Grab, in das man Jesus gelegt hat. Gott hat Auswege für uns, wo eigentlich Schluss ist. Für die Frauen, die sich zum Grab aufmachten, war der Stein eine nicht zu bewältigende Last, die sie nicht zu bewegen vermochten, wie so manches, was heute nicht so einfach zu lösen ist. Keine einfachen Antworten hätten den Stein beiseite gebracht, kein Leugnen, dass es ihn gibt, oder Schuldzuweisungen. Umso erstaunter waren die Frauen, dass Gott gehandelt hat, als sie noch darüber diskutiert haben. Der weggenommene Stein wird so zum Zeichen für das Wunder, das sie dann erleben sollten. Das Grab war leer. Jesus auferstanden von dem Toten. Dort, wo eigentlich absolut nichts mehr zu machen ist. Das Leben zu Ende, alles vorbei, hat Gott neue Freiheit geschenkt in der Auferweckung Jesu. Ostern als der Notausgang aus dem Tod. Das verändert alles. Ist mehr sogar als ein Paradigmenwechsel, von dem man in der Wissenschaftstheorie spricht, wenn eine Grundauffassung sich fundamental ändert. Wie unterschiedlich Argumentationen von Wissenschaftlern zu einem Thema sein können, das merken wir jetzt gerade. Wie sehr die eigenen Anschauungen der Wissenschaftler eine vermeintliche Objektivität färben. Im Markus-Evangelium haben wir gehört, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hat. Die Frauen sollen sich davon überzeugen, dass nichts geblieben ist, wie es war und dass dies auch für ihr Leben gilt, wenn sie Jesus folgen, wenn sie sich auf sein Wort verlassen. Nun aber geht, heißt es weiter bei Markus, und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Die Botschaft der Auferstehung Jesu wurde so zum Beginn einer Bewegung, aus der später die ersten Gemeinden wurden. Das leere Grab steht seitdem für den Glauben, dass die Liebe Gottes stärker ist als der Tod. Jesus als lebendiger Herr erfahren werden kann. So wie der Auszug aus Ägypten in die Freiheit für das Volk Israel die Identität bestimmt, so die Botschaft von der Auferstehung für die christlichen Gemeinden. Alles und auch wirklich alles steht für Paulus in diesem Glauben. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, schreibt er, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Der Notausgang aus dem Grab wird so zum Eingang zum neuen und ewigen Leben bei Gott. Ostern zu feiern ist deshalb mehr als nur das Betrachten einer Geschichte, einer alten Geschichte aus der Bibel, sondern der Zuspruch einer Hoffnung, die tatsächlich alles überwindet, was uns niederdrückt und gefangen nimmt. Sein Fluchtweg für uns, der in die Freiheit führt. Diese Osterhoffnung kann man nicht für sich behalten, denn sie lässt uns leben im Licht des Kommenden und weiß darum, dass Gott auch uns auferwecken wird.
Petrusbrief können wir lesen: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, lasse uns diese Osterhoffnung weitertragen in die Welt. Amen. Er ist erstanden, Halleluja. Freut euch und singet, Halleluja. Denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen geführt. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja. Er war begraben drei Tage lang, ihm sei auf ewig Lobpreis und Dank. Denn die Gewalt des Todes ist zerstört, selig ist wer zu Jesus gehört. Lasst uns auch singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen.